von Surat al-Isra, Sure 17, Sure 17, ab Vers Nummer 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Wir beten Allah Ta'ala am Anfang dieser Sitzung, dass er uns segnet, von uns annimmt, dass er unsere Sünden vergibt und dass er uns sein Wohlgefallen schreibt und seine Barmherzigkeit uns schenkt. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wie ich euch das letzte Mal versprochen habe, wir werden heute in der meisten Zeit Fatawa, insha'Allah ta'ala, erzählen über das Fasten und über Ramadan. Und wir, insha'Allah ta'ala, eröffnen auch am Ende der Sitzung eine Zeit für andere Fragen, die von euch auch kommen können. Aber bevor ich die Fragen heute, inshallah, beantworte, möchte ich eine kleine Einführung machen. Und zwar über diesen Monat, wo wir uns jetzt befinden, das ist Sha'ban. Sha'ban ist ein Monat, wo die meisten von den Muslimen, die sind von diesem Monat abgelenkt. Und machen nicht viel in diesem Monat, weil sie immer noch an Ramadan denken. Und so sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Das ist der Monat, wo die meisten Menschen abgelenkt sind. Er sagt, فِيهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ In diesem Monat werden die Taten der Menschen vor Allah vorgestellt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Monat
gefastet. Das meiste gefastet. Fast das ganze Monat gefastet. Aisha radiallahu anha sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen, dass er in einem Monat so viel gefastet hat wie Sha'ban. Er hatte das ganze Monat gefastet. Ganze Monat, das heißt das meiste Monat. Weil letzter Tag von Sha'ban darf man nicht fasten. Warum? Damit man nicht die beiden Monate zusammen verbindet mit Ramadan. Ramadan ist ein Fastenmonat. Ein Tag davor darfst du nicht fasten. Du musst trennen zwischen Sha'ban und Ramadan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das ganze Monat gefastet. Und er sagt uns auch warum. Und es war für ihn das geliebteste Monat nach Ramadan. Das war für ihn Sha'ban. Aber was ist Sha'ban überhaupt? Die Salafus Salih, unsere rechtschaffenen Vorfahren, einer von den Gelehrten, Al-Balkhi heißt er, er sagt, Shahru Rajab, Rajab ist vor Sha'ban, letzten Monat. Shahru Rajab, das ist Monat, wo man die Saatkörner in dem Feld streut, als Vorbereitung für die Ernte. Rajab, ein heiliger Monat. Sha'ban ist das Monat, wo man diese Kerne, was? Gießt. Der Monat vom Gießen und Wasser geben. Und Ramadan ist die Erntezeit. Derjenige, der nicht Kerne gestreut hat und der nicht im Sha'ban gegossen hat, er wird wenig und sogar gar nichts vielleicht ernten. So sehen die Ulama, dass du dich seelisch vorbereitest für diesen Monat. In diesem Monat erwarten wir eine Nacht. Und was für eine Nacht? Der 15. Sha'ban. Der 15. Sha'ban ist die Nacht, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, يَطَّلِعُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ أَوْ مُشَاحٍ. Hadith authentisch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah guckt auf alle seine Geschöpfe, auf seine Diener auf der Erde in der Nacht vom 15. und er vergibt ihnen alle ihre Sünden, außer von zwei. Zwei kriegen keine Vergebung in dieser Nacht. Mushrik, einer der andere Götter neben Allah stellt und anbetet. Sag jetzt nicht, oh, das bin ich nicht und das werde ich nie sein. Und dass du dich auf einmal sicher fühlst. Hallo. Niemals sicher von Schirk sein. Es kann in jeder Zeit sein, dass du in Schirk landest. Deswegen niemals, dass du sagst, oh, Schirk, niemals werde ich das berühren. Ich sage doch, La ilaha illallah, ich bete und faste. Wie kann Schirk mich berühren? Da bist du etwa besser als Ibrahim, der Vater der Propheten, der gebetet hat und sagte, Rabbi jnubni, Rabbi jnubni wa baniya an na'buda lasnam. Oh mein Herr, beschütze mich und bewahre mich, ich und meine Kinder, dass wir die Götzen anbeten. Er hat Angst davor, dass er Götzen anbetet irgendwann mal. Deswegen, zwei kriegen keine Vergebung. Einer, der andere Götter an der Seite Allahs stellt. Er betet andere an. Der zweite, einer, der Hass und Groll und Feindschaft in seinem Herzen gegenüber anderen trägt. Und da ziehen wir eine dicke Strich. Hass, Feindschaft in deinem Herzen? Du bist Muslim, du bist gläubig und du trägst das in deinem Herzen? Nein, niemals. Ein Muslim, ein Mu'min hasst nicht. Er befeindet nicht wegen seiner persönlichen Privatsachen, weil du jemanden unsympathisch findest oder weil du mit ihm ein Problem hast wegen Geld oder weiß ich nicht. Hassen? Hassen tut kein Muslim. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, wer ist der Muslim und wer ist der Mu'min? Er definiert den beiden. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس في أموالهم وأعراضهم. Der Muslim ist derjenige, der gegenüber anderen Menschen Frieden stiftet. Das ist der Muslim. Und der Mu'min
ist derjenige, das ist derjenige, wo die Menschen ihn an ihren Besitztum und ihre Würde vertrauen. Das heißt, er verletzt niemanden in seiner Würde und er verletzt niemanden in seinem Besitztum. Er tut kein Unrecht. Und deswegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wallahi, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Bei Allah, ihr werdet nicht das Paradies betreten, erst wenn ihr glaubt. Und ihr werdet nicht den vollkommenen Glauben erreichen, erst wenn ihr einander liebt. Soll ich euch kundtun über eine Sache, die zwischen euch die Liebe stärkt? Stiftet Frieden untereinander. Stifte Frieden untereinander. Du darfst niemanden so rein aus deinen persönlichen Gründen, so weil du ihn nicht sympathisch findest oder, dass du ihn hast. Nein. Nein. Mehr muss die Barmherzigkeit in deinem Herzen herrschen. Und damit ihr wisst, wie ein sauberes, reines Herzen ist. Was ist das von einem Herzen bei Allah subhanahu wa ta'ala? Erzähle ich euch diese kleine Geschichte, die uns viele Lehren gibt. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wie wir jetzt sitzen, mit seinen Freunden und Gefährten zusammen. Auf einmal sprach er eine Sache von Verborgenen. Keiner hat das gesehen. Was sagte er ihnen? Hey, guckt mal auf der Tür, die Tür an. Dann gucken sie. Ja, was? Er sagt, jetzt wird ein Mann reinkommen. Passt auf, ein Mann wird reinkommen, der zu den Paradiesbewohnern gehört. Dann warteten sie, wer kommt rein, wer kommt rein. Und dann auf einmal erschien ein Mann. Ein Mann, er hat gerade sich gewaschen und Wassertropfen tropfen aus seinem Bart. Und er nimmt die Schuhe in seine linke Hand. Er geht. Er betet zwei Raka und er kommt zum Propheten, er begrüßt ihn und dann geht er weg. Das war's. Einen anderen Tag war Muhammad sallallahu wieder mit einer Sitzung und er erzählt ihnen wieder was Verborgenes. Hey, guckt mal die Tür an. Jetzt wird ein Mann reingehen, der zu den Paradiesbewohnern gehört. Dann gucken sie, wer kommt, wer kommt. Auf einmal tritt derselben Mann rein. Was ist das von einem Mann? Und ein anderer Tag, nochmal hat er ihnen dasselbe erzählt und der Mann kam rein, dieselbe Person immer. Abdullah ibn Amr ibn al-As, in einer anderen Version heißt das Abdullah ibn Umar. Er hat gesagt, dann muss ich unbedingt feststellen, was diesem Mann was Besonderes macht, warum er diese Stufe erreicht hat, dass Muhammad sallam über ihn erzählt. Dann ging er zu ihm, er sagt ihm, Bruder, ich habe einen Streit mit meinem Vater. Kannst du mich bitte bei dir für 3 Tage und 3 Nächte bei dir zu Hause empfangen? Er hat gar keinen Streit gehabt. Aber er wollte unbedingt bei ihm rein, damit er ihn zu Hause beobachtet, wie viel er betet, was er alles tut, von Koran lesen und spenden und was er mit Menschen macht und alles Mögliche. Er sagt, okay, komm rein. Die erste Nacht sagt er, ich blieb die ganze Zeit wach und erzähl und gucke, was er macht, was er macht. Er schnarcht, er schläft, gar nichts. Aber vielleicht steht er in den letzten Drittel der Nacht. Nein, gar nicht. Erst wenn er dann Allahu Akbar Pflichtgebet, Pflicht, dann kam er und er ist zum Pflichtgebet gegangen und das war's. Seinen ganzen Tag geht er arbeiten, ganz normaler Mensch, in den Märkten kaufen, einkaufen, verkaufen. Er kommt zurück, isst und macht er seine Sachen zu Hause. Die nächste Übernachtung, er schläft, 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 schnarcht auch, macht gar nichts, bis zum Pflichtgebet. Steht auf, nochmal nächsten Tag geht er arbeiten, ganz normal, kommt zurück. Nur seine Pflichten macht er, nicht mehr, nicht weniger. Nur seine Pflichten. Abdullah ibn Amr ibn al-As sagt, nee. Jetzt weiß ich nicht, was dieser Mann hat. Nach 3 Tagen und 3 Nächten, er sagt ihm, lieber Freund, ich hatte keinen Streit mit meinem Vater. Ich wollte nur wissen, was du zu Hause was Besonderes machst. Denn der Prophet erzählte über dich was Wunderbares, dass du zu den Paradiesbewohnern gehörst. Was machst du besonders? Der Mann wusste nicht, er sagt, das, was du gesehen hast, so bin ich immer. Ich mache nichts Besonderes.
Dann hat er gesagt, Allahu alam, da gibt es etwas, ein Geheimnis. Er geht und dann ruft er ihn, hey, guck mal, komm hier. Eine Sache. Immer, bevor ich ins Bett gehe, ich trage keine Feindschaft, keinen Hass und kein Neid gegenüber anderen. Das mache ich. Und wenn jemand mir Unrecht getan hat, ich verzeihe allen Menschen und dann schlafe ich. Er sagt ihm, تلك التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. Das ist das, was dich zu dieser Stufe hochgebracht hat. Und das ist, was wir Menschen nicht ertragen und steuern können. Dein Herz. Ha? Einer, ein Gläubiger hasst, befeindet einen anderen. A'udhu billah. Innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Das heißt, du kannst niemals diese Geschwisterlichkeit erreichen, erst wenn du gläubig bist. Und wenn du jemanden findest, der mit einem anderen Brüderschaftsbeziehung hat, das heißt, er ist wie sein Bruder, aber sie sind beide nicht gläubig, dann wisse, dass diese Beziehung auf Interesse basiert ist. Ja? Weil er an ihm etwas hat. Und deswegen, meine liebe Brüder und Schwestern, bevor wir das tun, denkt daran, dass ihr eure Herzen reinigt, bevor dieser Tag kommt, die Tag von Laylatu al-Nisf min Sha'ban, die 15. Sha'ban. Und der Prophet sallam, erzählt uns auch, Dabba ilaykum da'ul umam. Die Krankheit der Völker hat euch ergriffen. Was ist die, ja Rasulallah? Ash-shahna'u wal-baghda'. Die Feindschaft und Hass und Zwietracht. Er sagt, La aqulu annaha tahliqu ash-sha'r, walakinnaha tahliqu ad-din. Ich sage euch nicht, dass das die Haare rasiert. Das rasiert die Religion. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Hass, Feindschaft in deinem Herzen, egal wie viel du betest. Egal wie viel du fastest. Egal was du machst von Koran und alles Mögliche. Hass, Feindschaft, Zwietracht unter den Leuten zu machen, das rasiert deine Religion. Was heißt, das ist die richtige Gilet mit drei Messern. Das rasiert dir deine Religion. Das heißt, alle deine Taten gehen zunichte. Pleite wirst du gehen. Nichts wirst du sehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, denn du nur Hass, du hast nur Hass und Feindschaft in deinem Herzen. Wir sagen, wie Allah uns gelehrt hat im Koran. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. O unser Herr, lasse keine Feindschaft und keinen Hass gegenüber anderen Gläubigen und unseren Herzen haben. O Allah, du bist barmherzig und allerbarmer. Damit haben wir das beendet. Und jetzt kommen wir, inshallah, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Aber die erste Frage leider ist ein bisschen lang und ausführlich. Alles andere geht schnell, inshallah. Und zwar, die Sache, wo die Muslime uneinig sind, seit der Zeit nach dem Sterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis jetzt, und es wird so bleiben, bis Jesus alaihi salam wiederkommt. Da brauchen wir jetzt gar nichts zu sagen. Und was ist die richtige Meinung? Dann bist du nur verrückt, wenn du mir sagst, was ist die richtige Meinung. Subhanallah, die ganze Umma sind uneinig nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie werden auch so bleiben in dieser Sache, bis Ende, bis Jesus kommt. Und dann wirst du mir sagen, was ist die richtige Meinung? Ha? Deswegen, das wollte Allah subhanahu wa ta'ala. Das wollte Allah. Was ist die? Wann fasten die Muslime? Fasten sie alle zusammen, wenn der Mond erscheint? Der Mondsiegel heißt das, ja? Sichel. Sichel, ja, der Mondsichel. Wenn der Mondsichel erscheint, fasten sie alle zusammen. Wenn ein Land der Muslime in der Erde das sieht, oder fastet jedes Land für sich? Das ist eine Sache, wo die Meinungsverschiedenheiten gibt, weil die Texte darüber sind. Allah, der Prophet sagt, Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fastet oder beginnt euer Fasten, wenn ihr den Mondsichel seht, und brecht euer Fasten ab, wenn ihr den Mondsichel seht. Ihr. Wer ihr? Muslime. Wer ihr? Die Leute von Medina, mit denen er gesprochen hat. Man kann so und so.
Und diese Sache kannst du nicht steuern. Warum? Weil schon in der Zeit vom Sahaba, Abdullah ibn Abbas, in Scham am Samstag gefastet hat. Und als er nach Medina kam, haben sie ihn gefragt, wann hast du gefastet? Er sagt, Samstag. Er sagt, sie haben ihm gesagt, wir fasten, wir haben aber Freitag gefastet. Warum hast du nicht mit uns gefastet? Weil du Muawiyah nicht folgen willst? Muawiyah war der Führer. Er sagt ihnen, nein. Nein, nicht deswegen, weil der Prophet uns gesagt hat, fastet, wenn ihr den Mondsichel seht. Wir haben es Freitag nicht gesehen. Dort in Syrien. Sie haben es nicht gesehen. Und wir haben gefastet, wo wir das sehen. Also sein Verständnis an der Sache, dass jedes Volk, jedes Land für sich eine bestimmte Sicht für sich hat. Und deswegen sagen die Ulama, es gibt eine mittlere Meinung. Das ist Meinung von Schafi'iyya und Malikiyya, eine mittlere Meinung. Was ist die? Sie lautet, wenn die Länder nebeneinander sind, das heißt zwei, drei Länder, sie sind alle Nachbar zueinander. Und alle muslimische Länder, dann haben sie alle eine Sicht. Wenn die Länder voneinander weit weg sind, so dass es auch von der Astronomie her, von der Bewegung, von den Planeten, so dass er auch so ist, dass sie nicht sehen können und die anderen sehen erst später, dann jedes Land hat für sich eine Sicht für sich. Und das ist kein Problem. Und es gibt eine andere Meinung. Jedes Land, solange jetzt die Muslime mehrere Länder haben, jedes Land hat einen bestimmten Emir, einen Führer, der sie führt. Und sie gehen nach der allgemeinen Masse der Muslime in dem Land. Weil der Prophet Sassim sagt, Sumu heisu yasumu nas wa aftiru ida aftaran nas. Das heißt, fastet, wenn die Menschen fasten und bricht das Fasten, wenn die Menschen abbrechen. Das heißt, du darfst nicht einzelne Leute rauskommen und sagen, nein, ich faste nicht so mit ihnen, weil ich eine andere Meinung trage. Nein, da musst du mit der allgemeinen Masse bleiben. Jetzt haben wir hier in Deutschland, Europa ein anderes Problem. Was ist dieses Problem? Die Muslime haben keine offizielle Struktur, dass sie eine Dachorganisation haben, worunter alle Muslime sind und sich einigen und sagen, jetzt richten wir uns nach dieser Organisation. Von daher haben wir jedes Mal und jedes Jahr Meinungsverschiedenheiten, so dass wir leider, leider Gott, immer hatten wir, dass eine Moschee fastet und die andere Moschee in derselben Stadt nicht fastet. Und sogar, dass in derselben Familie der Vater fastet und die Mutter fastet nicht. Und der Sohn fastet und die Tochter fastet nicht, weil er in diese Moschee geht und diese Moschee geht. A'udhu billah. Wallahi, es ist haram. Haram, sowas zu machen. Haram. Haltet an die allgemeine Masse. Und deswegen, das letzte Mal haben unsere Herzen sich so gut gefühlt, als wir alle das Fasten zusammen in ganz Deutschland abgebrochen haben. Ja, weil die Muslime untereinander diskutiert haben, sie sagen, jetzt unsere Meinung ist, dass wir es sehen müssen. Und die Ulama, viele von den Ulama betrachten, nehmen die Rechnung, Zeitrechnung oder wie heißt das, Planetenrechnung, die Bewegung von den Planeten, sie nehmen das in Betracht. Und viele nehmen das gar nicht in Betracht. Also, manche sagen, diese Rechnung, diese wissenschaftliche, mathematische Rechnung von den Bewegungen von dem Mond, das nehmen wir nur bei Nafi. Das heißt, wenn das sagt, nein, das könntet ihr nicht sehen. Wenn das Mathematische sagt, das könntet ihr nicht sehen, das nehmen wir an. Aber wenn die Rechnung uns sagt, an dem Tag so und so wird gesehen, dann nehmen wir das nicht an. Warum? Weil Mohammed SAW sagt, erst wenn ihr ihn seht. Andere nehmen das trotzdem an. Sie sagen, wenn das mathematisch oder was heißt mathematisch, wissenschaftlich begründet ist mit hohem, also mit großer Wahrscheinlichkeit von 99,9999, das ist sicher, dann nehmen wir das. Die anderen sagen, nein, dadurch haben wir den Hadith gebrochen. Jetzt, obwohl wir der Meinung sind, wir müssen ihn sehen, wir müssen den Mondsichel sehen, es gibt ein Problem hier in Deutschland. Und zwar, dass die allgemeine Masse der Muslime
die Mehrheit der Muslime, welche Staatsangehörigkeit haben sie? Türken. Das ist die meiste, dann kommen die anderen Staatsangehörigkeiten, Palästinenser, Marokkaner und so, das sind nur kleine Flecken. Aber wenn du das siehst, jetzt von den, das sind große Flecke, ist Mehrheit Türken. Und die Türken, sie gehen nach der Zeitrechnung, nach der Rechnung. Ja? Und außerdem, es gibt von der Ulama von Salaf und von Ulama von jetzt, die die Meinung von Zeitrechnung auch genommen haben, von Shafi'iyya und Malikiyya. Von den jetzigen Ulama, es gibt mehrere. Muhammad Shakir oder Ahmad Shakir, einer der Großgelehrten, rahimahullah, er hat die Fatwa gegeben, dass man nach Zeitrechnung sich richten kann, weil es jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit die Rechnung stimmt. Zweitens, es gibt Sheikh Abdullah bin Mani', das ist ein Mitglied der Fatwa-Komitee in Saudi-Arabien, ein Großgelehrten, Abdullah bin Mani'. Er hat die Fatwa gegeben, dass man sich nach der Rechnung richten kann, weil es heutzutage das sicher geworden ist. Es gibt auch, jetzt die ich hier genommen habe, von den jetzigen Ulama, die diese Fatwa geben, Muhammad Mustafa al-Murari, das war Sheikh al-Azhar, rahimahullah, von der Azhar. Sheikh von Azhar, der ist gestorben und er ist Sheikh von den Richtern in der Zeit. Aber auch Ali al-Tantawi, rahimahullah, nicht den jetzigen, das ist ein Verstorbener, ein Großgelehrten, Sheikh Abdullah ibn, aber auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und seinen Schüler Ibn al-Qayyim und Sheikh al-Qurafi, das ist ein großer Sheikh im 7. und 8. Jahrhundert, und Ibn Rushd al-Hafid, Ibn Rushd ist auch von den Rechtsgelehrten vom 7. Jahrhundert. Von den jetzigen, wie wir gesagt haben, gab es Abdullah ibn Mani', es gibt Ahmed Shakir, es gibt Sheikh Mustafa al-Zarqa, es gibt auch Sheikh Yusuf al-Qardawi, hat auch diese Fatwa gegeben. Alle diese Ulama nehmen diese Sache. Und wenn wir jetzt unseren Alltag sehen, ich frage euch jetzt, die fünf Gebeten im Islam, laut islamischer Scharia, wie betet man die Zeitgebeten, die Gebetszeiten? Wie trifft man die Gebetszeiten? Mit der Uhr oder mit Planetbewegung? Mit der Sonnenbewegung? Natürlich mit der Sonne. Alle fünf Gebete mit der Sonne. Wann Dhuhr-Gebet anfängt, haben wir schon gesagt, wenn der Schatten, wenn die Sonne von den Mitteln des Himmels sich bewegt. Und wenn dein Schatten doppelt so groß ist wie dein Körper, dann fängt Asr-Gebet. Sonnenuntergang, Maghrib-Gebet. Wenn die rötliche Farbe der Sonne sich verschwindet und dunkel wird, dann ist Isha-Gebet. Die Morgendämmerung, wenn es ein Licht bricht, ja, dann ist alles mit Licht. Ja, aber warum richten wir uns nach der Zeit jeden Tag? Und dann gucken wir in Ramadan, nein, da gucken wir nicht nach der Rechnung. Aber jedes Mal, jeden Tag machen wir nur mit Uhr Zeit, Zeit, Zeit und sagen, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber bei Ramadan auf einmal sagen wir, das stimmt nicht. Wieso? Das ist ein großer Widerspruch. Das ist ein großer Widerspruch, das ist Nummer eins. Alles ist ja natürlich mit Bewegung von der Sonne und Sternen. Das gleiche auch bei Ramadan. Aber trotzdem bei Ramadan, es kommt einmal im Jahr, hat man gesagt, wir gucken. Wenn wir das sehen, dann fasten wir. Wenn wir es nicht sehen, dann lassen wir 30 Tage bis 30. Das heißt, nächsten Tag werden wir dann fasten. Aber jetzt in Deutschland, liebe Brüder, weil wir die Minderheit von der Zahl, auch wenn meine Meinung, ich sehe, meine Meinung ist richtig, darf ich meine Meinung, meine richtige Meinung weglassen und nach den schwachen Meinungen von der Mehrheit gehen, für die Begründung, dass die Muslime alle gemeinsam und zusammen fasten. Das ist die Meinung, wo man sich gut fühlt mit den Gläubigen. Und deswegen, Wallahu ta'ala a'la a'lam, ich selber persönlich, nach dem Fatawa von Ulama, neige ich zu diesem Fatawa. Für uns, dass wir mit den Türken zusammen fasten und zusammen das Fasten brechen mit ihrer Zeitrechnung, weil das auch wissenschaftlich so ist und weil es auch stimmt. Die Tatsache hat das schon bewiesen, dass es stimmt. Ja?
Und deswegen, Wallahu ta'ala a'la wa'alam, ich hoffe, dass dieses Jahr auch so laufen wird und möge Allah ta'ala die Muslime zusammen einigen. Jetzt, wenn wir den Mundsichel sehen, es gibt ein Dua, was man sprechen kann. Und dieser Dua sagt man bei jedem Monat, wenn du einen Mundsichel siehst. Du siehst und du guckst ihn, du sagst ihn Rabbi wa Rabbukallah. Erstmal, mein Herr und dein Herr ist Allah. Weil damals die Leute Planeten angebetet haben. Damit eröffnest du redest mit den Mundsichel. Ha? Starke Doktrin. Mein Herr und dein Herr ist Allah. Rabbi wa Rabbukallah. Und dann richtest du dich zu Allah. Allahumma ahillahu alayna bin yumni wal iman. O Allah, lass diesen Mundsichel uns al-yumn wal iman. Das heißt mit dem Glauben und mit der Güte. Deine Güte. Al-yumni wal iman. Wa bis-salamati wal islam. Und Friede und Islam. Das heißt starke Islam, ja Allah. Und Hingabe. Stärke das an uns. Wa bis-salamati wal islam. Allahumma. Und dann sagst du, wa at-tawfiq lima tuhibbu wa tardah. Und dass du uns zu Dingen ermöglichst, die du gerne liebst. Und dann sagst du Rabbi wa Rabbukallah Hilalu Khairin wa Rushd. Hilalu Khairin wa Rushd. Du hoffst darauf. Du sagst, diesen Mundsichel bringt inshallah das Gute und das Vernünftige für mich. Das heißt, die Zeit dadurch, die zu mir kommt, inshallah bringt nur Gutes. Jetzt kommen wir an die Sachen von Ramadan. Was darf ich in Ramadan nicht machen? Jetzt ganz grob gesagt. Du darfst nicht in Ramadan essen, trinken, natürlich. Darfst du nicht. Du darfst auch in Ramadan keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Frau machen. Und du darfst in der Zeit von Ramadan keine, Al-Ibra, Spritze, Ernährungsspritzen nehmen, damit du auf einmal dein Blut sich ernährt und dass du dich kräftig. Du darfst in Ramadan, haben wir gesagt, keinen Geschlechtsverkehr machen. Aber jetzt zu den einzelnen Sachen. Es gibt viele Dinge, die wir besprechen. Zum Beispiel, darf man am Tag von Ramadan neben seiner Frau schlafen und sie küssen und sie umarmen und mit ihr sogar spielen, solange man keinen Samenerguss macht? Das heißt, man weiß, ich küsse sie und ich umarme sie, aber ich weiß, ich mache nichts. Nichts anderes. Die Ulama erlauben das, weil der Hadith das erlaubt. Aisha radiallahu anha, aus dem Hadith ist in Bukhari und Muslim. Sie sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im wa kana amlakukum li irbih. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geküsst und hat umarmt, während er fastet. Aber er konnte sich aber beherrschen. Er kann sich beherrschen. Aber die Ulama sagen, für einen jungen, starken Jungen, man hat Angst, dass das bei ihm sich entwickelt, dass er nicht sich beherrschen kann, dann sagt man ihm, nein, das darfst du nicht machen. Aber solange du weißt, es kommt nichts davon, darfst du es machen. Halal. Halal. Und lieber, wenn man nicht sicher ist von sich selbst, dass man das nicht macht. Aber natürlich, diese guten Tag oder Tschüss, dass man seine Frau küsst und so, das ist gar kein Problem. Das ist natürlich kein Problem. Wir reden über das andere. Es ist kein Problem mit einer Bedingung. Was ist, wenn man jetzt aus Versehen oder Vergesslichkeit, er hat es vergessen, man hat getrunken oder gegessen und du hast ihn gesehen. Du sitzt neben ihm. Was ist mit den beiden? Für denjenigen, der isst und trinkt aus Vergesslichkeit, der Prophet ﷺ sagt, man akala aw shariba wa huwa nasi fa innama dhalika rizqun at'amahu Allahu iyyah. Der Prophet ﷺ sagt, wenn jemand isst oder trinkt aus Vergesslichkeit, während er fastet, dann soll er wissen, das ist eine Versorgung von Allah, die er ihm gerne geben wollte. Danke Allah Ta'ala dafür. Was macht man da? Faste weiter. Faste weiter. Manchmal hat man das sowas. Und ich hatte das, ich erinnere mich damals in Marokko. Ich kam nach Hause und dann fand ich wunderschönen Bananen. Und ich habe 1 Kilo Bananen gegessen, alleine. Erste.
zweite, dritte, vierte, fünfte, und ich war richtig satt. Und dann kam meine Mutter, hat mich beim Essen gesehen. Was machst du da? Und ich hab vergessen. Nachdem ich satt war, ich sage Alhamdulillah, mein Fasten ist immer noch gültig. Ich faste weiter und das ist ein Rizq, was Allah dir geben wollte. Er wollte dir das geben. Genauso, wenn man mit seiner Frau am Tag geschlafen hat und man hat Samenerguss gemacht, ja, und richtig geschlafen, aber aus Vergesslichkeit, hat vergessen. Danach hat er sich daran erinnert, das ist das Gleiche. Sagen wir auch Rizq und Saqaha Allahu ilayh. Das ist eine Versorgung, die Allah dir gegeben hat. Kein Problem. Aber für sie, wenn sie weiß und sie hat sich daran erinnert und sie sagt ihm das nicht, dann hat sie eine große Sünde gemacht. Darauf kommen wir noch. Aber was ist mit demjenigen, der dich sieht? Ich sehe meinen Freund, er isst und er trinkt. Und ich sage, ach, ich kenne den Hadith, lasse ich ihn das genießen. Kein Problem. Nein. Der Prophet sagt, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Derjenige, der etwas nicht Gutes sieht oder Unheil sieht, dann soll er das ändern mit seiner Hand. Sag ihm, hey, pass auf. Das heißt, du musst ihn erinnern. Jetzt das Parfümieren mit allen Arten von Parfümen. Sei es, wie heißt das, Weihrauch oder irgendein Dürren, also was Fettes oder Moschus oder ein alkoholhaltiges Parfüm, was man macht. Ja, gibt so viele Parfüm. Darf man das in Ramadan machen? Man darf das. Kein Problem, ohne Probleme. Darfst du das machen, solange du das nicht so einatmest, dass du auf einmal das Gefühl hast, dass das hier reingeht. Da übertreibst du, da ist dein Fasten nicht mehr gültig. Aber ganz normal, dass du dich parfümierst, kein Problem. Diese Fatwa, damit ihr seht, diese Fatwa, die ich hier geschrieben habe, nachdem ich sie nochmal kontrolliert habe, nochmal gelesen habe und so, dies ist alles von großen Mashayikh und Ulama, die wir kennen. Wie Sheikh bin Baz, Rahmatullah, und Sheikh bin Uthaymin und große Ulama wie Muhammad al-Hassan und Daddu und wie andere Mashayikh. Es gibt eine andere Frage, die gestellt wurde. ما حكم استخدام الكحل للصائم وبعد أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ Das heißt, was sagt der Islam dazu, dass man Kajal benutzt für die Augen oder die Frauen, die sich schminken auf Gesicht oder ihre Haut oder was ist? Darüber gibt es auch kein Verbot. Die Frau darf schminken zu Hause und darf sich auch parfümieren zu Hause. Und sie darf auch Kajal machen zu Hause. Der Mann darf sich parfümieren zu Hause und draußen. Und er darf auch Kajal machen draußen und zu Hause. Ja, die haben damals das gemacht. Man darf das machen, wenn man das möchte. Ja, es gibt aber auch eine andere Frage mit Ma'jun al-Asnan, das ist Zahnpasta. Was ist mit dem Zahnpasta? Oder lass uns erstmal mit Zahnbürste, ohne Zahnpasta. Manche Leute sagen, ich möchte meine Zähne reinigen während des Tages von Ramadan, indem ich meine Zahnbürste nehme und einfach mit Wasser hin und her, das macht mir ein besseres Gefühl. Das ist kein Problem. Aber Zahnpasta, das ist ein mittleren Weg, ein zweifelhaften Weg. Wenn du sicher bist, dass dein Zahnpasta und der Geschmack davon deinen Hals nicht erreicht, und dass du das nur im Mund oberflächlich machst und spuckst, kein Problem. Und weil die Sache so unsicher ist, lieber sich davon fernzuhalten und besser vor Suhur, das heißt vor der Morgendämmerung, in Suhurzeit, vor der Morgendämmerung, wenn du gegessen hast, dass du deine Zähne mit Zahnpasta putzt und du lässt das für den ganzen Tag bis zum Fastenbrechen. Das ist das Beste. Und während des Tages kannst du ja Siwak benutzen. Diesen, entweder Zahnbürste alleine oder den Siwak, diesen Stock, Ud al-Arak. Kein Problem. Und manchmal putzt man seine Zähne, kommt Blut raus von den Zähnen. Es ist auch kein Problem. Das sind Dinge, die verziehbar sind. Kein Problem.
Das ist die Fatwa von Abdullah ibn Jibril, rahmatullahi alayhi, gerade gestorben vor einem Monat oder eineinhalb Monat. Jemand hier die Frage: Rajulun fa'ala al-'adat as-sirriyya fi nahari Ramadan. Fama hukmuhu wa ma kaffaratu hadha al-yawm? Jemand hat am Tag von Ramadan diese Selbstbefriedigung gemacht, sodass er Samenerguss bekommen hat. Was ist mit seinem Fasten und was soll er danach tun? Erstmal, diese Sache ist haram. Man darf sowas nicht tun. Aber wenn man sowas getan hat während des Ramadans, während des Fastens, sein Tag ist ungültig. Und er muss das nachfasten, wenn Ramadan zu Ende ist. Und er muss sich bereuen und Allah Ta'ala um Vergebung bitten, denn es ist eine Sünde. Während Ramadan auch noch schlimmer. Während Ramadan ist noch schlimmer. Er muss das, aber was ist mit diesem Tag? Er hat das gemacht und sagt, jetzt sowieso ist mein Tag ungültig, esse ich weiter? Nein, er muss weiter fasten. Er muss weiter fasten und sein Tag ist ungültig. Genauso wie der Mann, der mit seiner Frau geschlafen hat, auch wenn er das getan hat und sein Fasten ist gebrochen, er muss weiter fasten, den Tag. Und nochmal dann nachfasten, wir kommen ja zu seine, was er alles machen muss, damit er das richtig macht. Al-Kaffar. Genau, das ist ein Mann, der in der Nacht von Ramadan geschlafen hat und seine Frau war neben ihm. Er ist aufgestanden bei Adhan von Fajr. Und danach hat er nochmal geschlafen. Er ist geblieben und hat geschlafen. Und während des Schlafens ist er aufgestanden und er hat mit seiner Frau geschlafen. Er vergaß, dass der Adhan angefangen hat. Das ist genauso wie bei dem ersten Fall. Das ist genauso bei dem ersten Fall, als ob er vergessen hat. Er hat vergessen, dass der Adhan stattgefunden hat. Was ist der Urteil, Rechtsurteil von demjenigen, der während des Fastens beleidigt, beschimpft und schlechte Worte spricht? Wir sagen über diese Person, fürchte Allah. Fürchte Allah und mach dein Fasten nicht kaputt, denn so ein Fasten ist voll mangelhaft. Große Mängel. Du kommst vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Mängel an deinem Fasten und du wirst suchen, wie du diesen Mängel beseitigst und du findest das nicht. Deswegen, wehe, wehe, du musst deine Zunge auch beherrschen. Einer sagt, das haben wir schon. Einer sagt, ich habe Prüfungen in Ramadan. Und damit ich mich vorbereite, damit ich mich konzentrieren kann, muss ich gegessen haben und getrunken haben, damit ich Kraft habe. Und ich habe das nicht gefastet. Er hat nicht gefastet aufgrund der Prüfungen. Die Antwort lautet, das ist falsch. Das ist falsch. Denn für die Prüfungen vorzubereiten, es gibt nicht nur Tag, es gibt Abend und es gibt die Nacht. Und es gibt auch einen Teil des Tages, wo du Kraft hast. Ja? Und deswegen, das ist kein Grund. Genauso wie bei einer harten Arbeit. Einer sagt, ich arbeite hart und brauche Kraft. Natürlich, es gibt Grenzen. Wenn man sieht, wenn ich nicht trinke, dann werde ich in die Nichte gehen, dann werde ich da bewusstlos fallen und da verliere ich meine Gesundheit und so darfst du trinken. Darfst du trinken und essen und danach das nachholen. Aber solange du nicht in diesem harten Niveau kommst, das darfst du nicht tun. Und wenn du das getan hast, dann musst du nach Ramadan nochmal nachfasten. هل يشترط أن تكون النية في أول كل يوم؟ Muss das sein, dass die Absicht, Nia, vor jedem Tag, dass man die Nia sprechen muss? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. Derjenige, der die Absicht vom Fasten nicht in der Nacht gemacht hat, sein Fasten ist ungültig. Du musst Nia haben. Die Ulama sagen, bei Ramadan reicht eine Nia, und zwar am Anfang von Ramadan. Reicht für 30 Tage. Du weißt ja doch, dass du Ramadan fastest. Da brauchst du nicht jede Nacht nochmal Nia zu machen. Jetzt faste ich den zweiten Tag. Jetzt faste ich den 15. Tag. Brauchst du nicht. Also eine Nia. هل المذي والوذي والمني يفسد الصوم؟
Es gibt drei Arten von Flüssigkeiten, die bei Mann und Frau rauskommen. Es gibt so eine Flüssigkeit, die man findet, die kommt ohne Gelüst. Einfach, du machst deine Kleidung auf, du findest was, klebrige Flüssigkeit in dem Slip und du weißt nicht davon was. Das ist beim Fasten so wie beim Gebet. Einfach gehst du und wischst du den Ort davon, du wischst und du wischst dich nochmal für das Gebet. Dein Fasten bleibt sowieso was? Gültig. Bleibt sowieso gültig. Es gibt Al-Madhi. Al-Madhi, das ist eine klebrige Flüssigkeit, die mit einem Gelüst verbunden ist. Man hat etwas gesehen und bekam Gelüst und kam etwas raus. Ja, entweder seine Frau oder. Oder man hat etwas gedacht und dann kam eine Flüssigkeit raus. Diese Flüssigkeit macht dein Fasten nicht ungültig. Macht dein Fasten nicht ungültig. Aber deine rituelle Waschung, ja, du musst das wäschen und du musst dich nochmal ganz normal waschen. Al-Mani, das ist dieser Samenerguss, dieser starke Samenerguss, der in großen Mengen kommt, nach einem Gelüst. Im Ramadan gibt es zwei Fälle. Ein Fall, dass du geschlafen hast am Tag des Ramadans. Du hast einen Traum gehabt und auf einmal kam der große Samenerguss. Das ist genauso wie bei demjenigen, der vergisst. Einer, der auch im Schlaf ist, er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür. Er steht auf und er geht sich waschen, aber was für eine Waschung? Die große Waschung, Al-Ghusl. Das heißt, er muss von Kopf bis zu den Füßen alle Körperteile genau waschen und mit reiben. Nicht nur Wasser lassen, sondern mit reiben. Alle Körperteile müssen mit reiben gewaschen werden. Ja? Und das, was du erreichen kannst mit beiden Händen hinter deinem Rücken. Das muss gewaschen. Aber dein Fasten ist gültig. Aber wenn man mit seiner Frau geschlafen hat, pass auf, geschlafen hat, während des Tages, sein Fasten ist ungültig und er muss Kafara machen. Was ist Kafara? Er muss einen Gefangenen befreien, was es eigentlich heutzutage nicht mehr gibt. Oder, wenn er nicht kann, dann 60 Tage hintereinander als Wiedergutmachung. Hintereinander fasten, damit er sowas niemals wiederholt. Immer wenn er vor so etwas steht, dann denkt er an die 2 Monate. Ja? Also, 2 Monate hintereinander. Wenn er aber nicht kann, er ist so schwach und krank, oder er kann nicht, dann soll er 60 Armen speisen. Ein Mann kam zu Muhammad Sassim, ein Araber aus dem Dorf. Er sagt, ja, Rasulallah, halakt. Oh Allah, oh Rasulallah, ich bin vernichtet. Er sagt ihm, was ist los? Er sagt ihm, ich habe mit meiner Frau geschlafen, am Tag von Ramadan. Er sagt ihm, dann befreie einen Gefangenen. Er sagt ihm, ich kann das nicht, ja Rasulallah. Er sagt ihm, dann faste 2 Monate. Er sagt ihm, ich kann es nicht, ja Rasulallah. Ich konnte nicht mal einen Tag aushalten mit meiner Frau. Wie mag es sein, wenn ich 2 Monate hintereinander meine Frau nicht berühre am Tag? Das kann ich nicht verkraften, ja Rasulallah. Er sagt ihm, dann spende für 60 Armen. Er sagt ihm, ja Rasulallah, in meinem Gebiet, wo ich lebe, es gibt keiner, der ärmer ist als ich und meine Frau. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nichts gesagt. Er ist nach Hause reingegangen und er brachte ihm einen Schüssel voll mit Datteln. Er sagt ihm, hier, geh und spende das zu den Armen. Geh und spende das zu den Armen. Guckt mal, wie mild und wie einfach unsere Religion ist. Ja? Also, derjenige, der mit seiner Frau geschlafen hat, in Ramadan, das ist eine schwerwiegende Sünde. Ja? Er muss das nochmal 60 Tage fasten oder 60, wenn er nicht kann, dann 60 Armen speisen. 60 Armen speisen. Und nochmal einen Tag. Das ist der 61. Welcher Tag ist das? Das ist der Tag, wo er das gebrochen hat. Er muss das auch nachholen. Er war ein Großgelehrter, ich glaube, das war Imam Malik. Dann wurde er gefragt, da der Prinz hat mit seiner Frau geschlafen am Tag. Dann kam die Fatwa, was soll der Prinz machen? Natürlich, die Wahl gibt es zwischen 3 Sachen. Entweder eine Gefangene befreien, oder 60 Tage hintereinander
fasten oder 60 Armen speisen. Dann wurde er gefragt, der Prinz hat so und so. Er sagt, er muss 60 Tage fasten. Dann sagen sie ihm, was ist mit Gefangenen oder mit 60 Armen speisen? Er sagt, nein, nur das. Für ihn ist das eine Fatwa für ihn extra. Er sagt, warum? Gefangene, das, er kann mehrere Gefangene, ohne Fasten kann er sie befreien, jederzeit. Das. Und 60 Armen speisen, er kann den ganzen Dorf speisen. Ja? Er hat Geld und Reich. Aber 60 Tage hintereinander fasten, das nicht. Deswegen soll er 60 Tage fasten und nur, ausschließlich. Ja? Und deswegen auch bei dieser Sache. Wenn jemand das tut, das ist die Wiedergutmachung. Was ist mit der Frau, die schwanger ist? Die Frau, die schwanger ist und hat Angst um ihr Baby, dass er nicht genug Ernährung bekommt, sie ist genauso wie der Kranke. Sie braucht nicht zu fasten. Und wenn sie geboren hat und die Tage sind schon weg, dann soll sie die Tage nachholen, die sie nicht gefastet hat. Ganz einfach. Und was ist mit der Frau, die stillt? Sie hat schon geboren, aber sie stillt. Muss sie fasten? Muss sie nicht. Sie darf essen und trinken und gar nicht fasten, wenn sie genug Ernährung haben möchte für ihr Baby. Guckt mal, wie unsere Religion, wie weich und wie einfach und simpel unsere Religion ist. Aber in ihrem Falle ist das mehr eine Luxussache. Das hat nicht mit Krankheit oder mit Körper zu tun, sondern nur für das Kind. Dann soll sie nachfasten und für jeden Tag einen Armen speisen, den sie nicht gefastet hat. Das heißt, wenn sie 7 Tage nicht gefastet hat, dann soll sie 7 Arme speisen. Wenn sie 30 Tage nicht gefastet hat, dann soll sie 30 Armen, sie soll Essen machen, viel Essen machen, sodass 30 Leute davon satt werden. Und dann ist die Sache, was? Gezahlt. Also Tag nach Fasten, die Tage nach Fasten und nochmal Armen speisen. Eftar, warte mal zu diesem Punkt, dann kommen wir zu euren Fragen. Notiere das. Was ist mit demjenigen, der im Ramadan gegessen hat, getrunken hat oder mit einer Frau geschlafen hat, obwohl er weiß, dass es haram ist? Er hat es gemacht. Aber er hat das gemacht, weil er Sünde gemacht hat. Er weiß, dass das haram und er erkennt Ramadan als Pflicht. Wallahi, die Ulama sind hier in Meinungsverschiedenheiten. Meinung von Malikiten ist sehr hart. Sehr hart. Und zwar, egal, ob er mit seiner Frau geschlafen hat oder gegessen oder getrunken hat, wenn er das mit Absicht gemacht hat, die Wiedergutmachung ist genauso wie die erste. 60 Tage fasten hintereinander oder 60 Arme speisen. Ja? Was ist mit der Meinung? Die meistverbreitete Meinung ist die andere. Sie sagen, das mit 60 Tagen fasten ist nur im Geschlechtsverkehr mit der Frau. Alles andere, er hat eine großwiegende Sünde gemacht, er muss Allah um Vergebung bitten, aber er muss nachfasten. Er muss diese Tage was? Nachfasten, wenn er bereut hat. Was ist mit dem zum Friseur gehen und einfach schneiden oder die Nägel schneiden im Tag von Ramadan? Dafür gibt es kein Verbot, kein Problem, weil es gibt immer diese Gerüchte. Ah, du darfst in Ramadan nicht die Fingernägel schneiden, du darfst, das stimmt nicht. Du darfst Fingernägel schneiden, du darfst auch deine Haare schneiden. Was ist mit den Augentropfen? Augentropfen für denjenigen, der krank ist, am Tag von Ramadan. Da fällt mir nur eine Fatwa von Sheikh al-Imam, Sheikh in Marokko, der heißt Taqiyuddin al-Hilali. Rahimahullah. Als er gefragt wurde nach dem Augentropfen, wir haben in Marokko ein Gericht, eine Suppe, die heißt Al-Harira. Harira, das ist eine Suppe, da essen jede Marokkaner, isst Harira im Ramadan. Eine Suppe mit Tomaten und so machen wir beim Fastenbrechen. Er sagt, so einer, der Augentropfen verbietet, er soll bitte schön Harira von seinen Augen trinken. Er lacht aus. Ja? Er soll Harira von seinen Augen trinken.
Augen ist ja kein Ort für Ernährung. Auch wenn du das hier findest oder im Bereich Nase, das ist ja keine Ernährung. Ja, und von daher braucht man die Sache nicht so streng zu nehmen. Er darf Augentropfen nehmen und er darf auch Ohrentropfen nehmen, denn es ist weder Ernährungssache, noch kommt das zum Magen oder irgendetwas. Bei Nase? Das ist ja bei der Nase, es gibt manche Leute, jetzt in Notwendigkeitsfällen, das sagen wir auch bei hier und hier, in Notwendigkeitsfällen ist es kein Problem. Aber solange das jetzt nicht hier reinfließt, und bei Nase fließt das rein, nicht wie bei den Augen. Bei Nase fühlst du, dass das sogar reingeht. Ja, weil der Eingang von Nase ist neben das von Mundbereich. Und deswegen, im Notwendigkeitsfall, wenn man krank ist, darf man das machen. Aber wenn man das so ordnen kann, dass man bei Morgendämmerung das macht und am Abend, umso besser. Das ist besser. Was ist mit dem Spielen am Tag von Ramadan? Karten spielen, jetzt Fußball, weiß ich nicht, und beginnt PlayStation zu spielen und weiß ich nicht. Ich sage euch, meine lieben Brüder, das ist Ramadan, es kommt einmal im Jahr. Und willst du deinen Tag, Fastentag, damit verbringen? Es gibt Leute, die gehen in den Cafés und verbringen ihre Zeiten damit. Und das ist, wal'iyadu billah, in dieser Zeit, weil die Gläubigen in einer Ausbildungsstätte sich befinden. Willst du während deiner Weiterbildung, während die Leute was lernen, willst du da malen und irgendetwas während der Weiterbildung? Dann willst du nichts mitnehmen. Das ist genauso in Ramadan. Du hast am Tag Allah zu fürchten und mit guten Taten ihm zu nähern, als deine Zeit mit Spiele und so. Und wenn es sein soll, dann soll ein Spiel sein, was für deine Gesundheit gut ist. Wie zum Beispiel jetzt Fitness oder Sport, dass du jetzt joggen gehst und so, kurz vor dem Brechen. Du machst das mit einer guten Absicht für deinen Körper, natürlich. Aber einfach nur so, diese Gelüstspiele wie PlayStation und so, das ist Zeitverschwendung in Ramadan. Außer Ramadan kann man darüber reden, kein Problem, wenn man nicht übertreibt. Ja? Was ist das Rechtsurteil von demjenigen, der Blutprobe von ihm genommen wurde für Analyse, Blutanalyse? Ja, das ist kein Problem. Für Blutanalyse ist das kein Problem. Aber jetzt Blutspenden, das haben die Ulama verboten im Tag von Ramadan. Passt auf, trennt zwischen zwei Sachen. Blutanalyse, was in so kleine Massen genommen werden für eine Notwendigkeit, kein Problem. Aber Blut nehmen und spenden, nein. Warum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass derjenige, der Hijama macht, das ist die Schröpfentherapie mit Blut, sein Fasten ist ungültig. Und das ist das Gleiche wie Hijama. Das ist genauso wie Hijama. Das heißt, Blutspende am Tag von Ramadan, nein. Jemand fliegt mit Flugzeug von Berlin nach Marokko, sag ich mal. Ja, was ist mit seinem Fasten? Er darf essen und er darf fasten. Beides ist gleich. Was er möchte, soll er nehmen. Auch wenn die Reise nur über 80 Kilometer ist. 80, bei manchen ist das 85. Über 80 Kilometer ist das eine Reise. Darf er essen und trinken. Auch wenn er mit einem ein Audi A8 geht, wo alles Luxus da ist und wo. Ja? Auch wenn Allah Ta'ala wusste, was in der Zukunft geschehen wird und was. Und du weißt nicht, ob dein Audi A8 dich in Stich lässt, während du. Und dann bleibst du den ganzen Tag auf der Autobahn und unter der Sonne. Das kann auch passieren. Egal, auch wenn dein Auto so stark ist. Deswegen, das ist ein Erlaubnis. Gilt immer und in jedem Zustand. Über 80 Kilometer darfst du fasten. Und darfst du essen. Was du machen willst, machst du das. Kein Problem. Wenn du aber weißt, wie lange du dort aufhältst, dann darfst du nur die ersten 3 Tage dieses Erlaubnis in Kauf nehmen. Aber nach 3 Tagen kürzt du deine Gebete nicht mehr und fastest du auch weiter. Wenn man aber nicht weiß, wann man zurückkehrt, darf man so lange kürzen und so lange was?
und so lange sein Fasten nichts machen. Nicht, also das heißt, das hängt von der Reise ab. Wenn du weißt, ich komme zurück an dem Tag so, dann weißt du, du hast nur 3 Tage Erlaubnis. Was ist der Rechtsurteil von demjenigen, der sich wäscht für das Gebet oder duscht und auf einmal kommt bei dem Mundspülen ein paar Tropfen oder ein bisschen in dem Hals? Wenn er das nicht mit Absicht gemacht hat, sein Fasten ist immer gültig. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns aber von einer Sache gewarnt. Er sagt: "Wabaligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima." Und übertreibe bei Istinshaq. Was ist Istinshaq? Wasser reinmachen in der Nase und rausnehmen. Das kennen wir. Beim Reinmachen ist Istinshaq. Und bei Rausnehmen ist Istinsar in arabischer Sprache. Istinshaq, er sagt, übertreibe dabei, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solange du nicht fastend bist. Das heißt, beim Fasten nicht ziehen. Nur oberflächlich. Nur oberflächlich. Wenn man das aber oberflächlich oder hat man Mundspülung gemacht und so und dann kam Tropfen, das ist kein Problem, solange es keine Absicht ist. Was ist mit demjenigen, der gebrochen hat während des Tages? Der gebrochen hat, ohne dass er möchte, sein Fastentag ist immer noch gültig und er soll weiter fasten. Aber der versucht hat, sich zum Brechen zu bringen, sein Fasten ist ungültig. Man istaqa'a fa'alayhi al-qada'. Derjenige, der sich zum Brechen gebracht hat, er muss nachholen. Wa man dara'ahu al-qay'u fala qada'a alayhi. Derjenige, der aber gebrochen hat, ohne dass man möchte, der braucht nicht nachzuholen. Was ist mit dem Schwimmen oder Duschen oder Baden am Tag von Ramadan? Kein Problem. Man darf das machen. Man darf das machen, aber solange man sicher ist, dass nichts in deinen Mund reingeht. Und beim Schwimmen ist eigentlich keiner sicher. Außer wenn du deinen Kopf nicht reinmachst, wenn du in ein Schwimmbad bist. Ja? Aber empfehlenswert, dass du im Ramadan solche Sachen meidest. Aber wir reden hier nur über Dürfen. Dürfen, ja. Empfehlenswert, tu das nicht. Weil du musst das spüren, wie Fasten ist. Du musst das auch gedulden können. Und deswegen, das ist die Weisheit von Ramadan. Was ist die Zeit, wann das Fasten als Pflicht wird? Wann? Bei Mädchen sowie bei Jungs. Normalerweise ist das 15 Jahre alt, aber es ist keine feste Zeit. 15 Jahre in arabischen Inseln, in diesen Orten vielleicht, oder hier ist das ein anderes Alter. Es ist unterschiedlich. Bei Fuqaha, sie sagen 15 Jahre alt, nach den arabischen, oder nach den, wie heißt das, Mundrechnung. Nach der Mundrechnung, das ist ungefähr 14, zwischen 13 und 14 Jahre, wenn du das mit der christlichen Rechnung machst, ist das mehr. Immer Mundrechnung ist es. Also es ist mehr als christliche Rechnung. Ansonsten für die Frau, für das Mädchen, gleich wenn sie zum ersten Mal ihre Blutung bekommen hat, ab da ist das Fasten für sie Pflicht. Bei dem Jungen, gleich wenn er einen Samenerguss bekommen hat oder das Haare in seinen Achsbereich wächst oder in seinen Keuschheitsbereich wächst, wenn die Haare beginnen zu wachsen, das ist ein Zeichen, dass er Fastenzeit erreicht hat. Was ist mit den Kindern aber? Ihtilam. Pubertät, ja? Was ist mit Kindern? Es ist empfehlenswert, die Kinder das Fasten beizubringen. Dass sie fasten sollen mit uns ab einem bestimmten Alter, wo sie das können. Und so muss man das schätzen. Es ist jetzt kein Muss, aber die Sahaba haben ihre Kinder zum Fasten gebracht. Und wenn die Kinder Hunger kriegen, dann geben sie ihnen Spiele, damit sie abgelenkt werden und den Tag zu Ende bringen. Sie haben ihnen das beigebracht. Warum? Damit es ihnen später
leicht fällt. Nicht schwer auf einmal soll er einen Monat fasten. Deswegen fange mit den Kindern. Am Anfang sagst du ihm, weißt du, du fastest heute 2 Stunden. Und er fastet 2 Stunden, sagst du, hey, und du belohnst ihn. Am nächsten Tag sagst du ihm, du fastest 5 Stunden. Ja, wenn er jetzt ein Alter erreicht, 10 Jahre, 9 Jahre, dann sag ihm, faste einen Tag im Monat. Ja, und besonders Laylatul Qadr, die Nacht von 27., wo die meisten Kinder in der islamischen Welt mitfasten. In Marokko haben wir so eine schöne Sitte, dass alle Kinder, die zum ersten Mal fasten, sie fasten in der Nacht von 27. Kinder, kleine Kinder. Sie werden an dem Nacht, alle Fotografen arbeiten sehr gut in diesem Tag. Sie machen so einen großen Königssessel oder Prinzsessel. Und diese Kinder, nach dem Fasten brechen, sie bekommen eine Prinzkleidung und sie bekommen bei manchen Hanna in den Hand und bekommen eine Krone und dann bringen sie zum Fotografieren und manche machen sogar mit einem Pferd. Also bis heutzutage ist diese Sitte da, damit die Kinder Freude beim Fasten haben für das nächste Jahr. Und deswegen müssen wir unsere Kinder auch das belohnen für das Fasten. Bringt euer Kinder das Fasten. Aber wenn du weißt, dass das Fasten ihm schadet, besonders in der Schule und er ist noch Kind, er kann das nicht verkraften, tu ihm das nicht an. Haram, tu ihm das nicht an. Aber wenn du siehst, er kann schon damit, er ist ein bisschen groß und so, dann soll er oder soll sie fasten, kein Problem. So, was ist der Rechtsurteil, wenn jemand nicht gefastet hat bestimmte Tage aufgrund der Krankheit und man ist gestorben? Was ist damit? Es gibt 2 Fälle. Er ist krank geworden und gleich nach der Krankheit ist er gestorben. Über so einen Fall es gibt nichts zu sagen. Vor Allah subhanahu wa ta'ala steht er nichts ohne Schulden. Wenn er aber nicht gefastet hat während der Krankheit und danach ist er gesund geworden und er hat nicht nachgefastet und er ist gestorben, dann soll für ihn gefastet werden. Soll für ihn gefastet werden. Wer soll das tun? Sein Sohn oder seine Tochter oder einer von den Familienangehörigen soll für ihn nachfasten. Das haben wir schon. Ja. Haben wir auch schon. Okay. Derjenige, der bewusstlos gefallen ist und einer, der jetzt geistig behindert ist, für ihn ist das Fasten natürlich nicht Pflicht. Einer fragt hier, ich war 15 Jahre alt und ich dachte, dass man ab 15 Jahren fasten muss. Und vor 15 Jahren habe ich nicht gefastet. Obwohl ich eigentlich schon also Erwachsenenalter erreicht habe. Das heißt, er war in Pubertät. So einer, der soll nachholen, was er verpasst hat. Ab der Zeit, wo er meint, er ist in diesen Erwachsenenalter reingekommen. Er soll schätzen, war das 3 Jahre davor oder 2 Jahre davon, dann soll er entsprechen. Soll er diese Fasten nachholen hintereinander? Nein, muss nicht sein. Muss nicht sein hintereinander, sondern nachholen, wie er möchte. Wenn jemand jetzt Muslim wird und er ist im 5. Ramadan Muslim geworden, soll er die 5 ersten Tage fasten? Nein, das war in Kufrzeit. Braucht er nicht zu fasten. Aber er ist jetzt um 2 Uhr gefastet oder er hat um 4 Uhr jetzt gefastet. Er ist zum Islam gekommen und das ist Tag von Ramadan. Dann soll er weiter fasten. Ab 4 Uhr soll er weiter fasten. So ist die Fatwa von den Ulama. Jetzt kommen wir mal ein bisschen für die Frauen. Damit schließe ich das, inshallah. Die Frau ist in der Menstruationszeit und sie hat ihre Blutung. Aber gleich nach Morgendämmerung, passt auf, nach dem Fajr. Ist sie in Reinheitszustand eingetreten. Das heißt,
sie war in Blutung bis zum Fajr-Gebet und nach Fajr-Gebet, kurz danach, ist die Blutung gestoppt und sie ist in reinen Zustand geworden. Was ist mit diesem Tag? Dieser Tag, die Ulama sind in zwei Meinungen. Sie sagen, sie soll diesen Tag fasten und das nochmal nachholen. Und die anderen Ulama, bil Ahnaf, sie sagen, warum soll sie fasten? Warum soll sie fasten? Denn es ist für sie nicht Pflicht. Sie ist im Tag von Ramadan noch unrein gewesen, das heißt noch in dieser Unreinheitszustand. Das heißt, sie braucht nicht zu fasten an dem Tag, aber sie muss nachholen. Sie muss nachholen. Und die andere Frage: Die Frau jetzt ist im reinen Zustand eingetreten vor der Morgensdämmerung. Aber sie hat erst gewaschen nach Fajr-Gebet. Und dann hat sie gebetet und hat sie ihr Fasten gemacht. Soll sie das nachholen? Nein. Nein. Also Hauptsache ist das gestoppt. Aber wann sie sich wäscht, das ist kein Problem. Genauso wie bei dem Mann. Jemand hat mit seiner Frau geschlafen. Und dann ist er im Bett geblieben. Bis die Morgendämmerung schon weg war. Und dann kam 6 Uhr. Und die Morgendämmerung war 4 Uhr. Er ist immer noch nicht in reinen Zustand. Ja? Was ist mit seinem Fasten? Sein Fasten ist immer noch gültig. Er soll einfach waschen gehen und beten gehen. Sein Fasten ist nicht berührt. Jetzt, die Frau, die geboren hat, sie hat diesen Wochenfluss. Ja? Wenn dieses Blut verschwindet, muss sie dann fasten. Solange sie dieses Blut sieht, braucht sie oder darf sie nicht fasten, aber sie muss nachholen. Sie muss nachholen. Vor 40 Tagen, natürlich. Bei anderen Ulama wie Malikiya, 60 Tagen ist das Maximum. Bei Shafi'i ist das 40 Tagen. Solange 40 Tagen ist, über 40 Tagen, auch wenn sie Blut sieht, soll sie fasten und beten und waschen, sich waschen. Bei Malikiya nach 60 Tagen, auch wenn sie Blut sieht, soll sie was? Fasten und beten. Es gibt ein paar Frauen, sie kriegen Blutung im Ramadan, aber das ist nicht die Blutperiode, sondern das sind bestimmte Bluttropfen, die nicht mit der Blutung zu vergleichen sind. Es ist genau, gar nicht das Gleiche. Das hat jetzt mit dem Fasten nichts zu tun. Das Fasten wird nicht dadurch ungültig. Sie soll weiter fasten. Oder wenn sie jetzt eine Blutung sieht, aber sie ist nicht sicher, ob das die Menstruation ist oder ein anderer Blut. Die Ulama sagen, solange sie noch nicht sicher ist, soll sie fasten. Denn man geht aus Gewissheit, weil Asl, der Grundsatz, dass sie rein ist. Erst wenn sie das sieht, was sie immer gesehen hat, von Farbe, von Geruch, von alles, sie kennt ihre Blutung. Ja? Und dann kommt die nächste Frage. Die Frau, die ihre Blutung hat oder die im Wochenbett ist, essen und trinken am Tag von Ramadan, natürlich darf sie das machen, aber die Ulama empfehlen, dass sie nicht vor den Leuten isst und nicht vor der Familie isst, sondern sie soll alleine in der Küche oder irgendwo essen, damit andere Leute nicht über sie reden oder über sie etwas Falsches denken. Eine Frau, sie hat in Ramadan eine Blutung gehabt, okay, und sie hat nicht gefastet. Sie sollte eigentlich nachholen, bevor Ramadan kommt, nächster Ramadan. Aber das hat sie nicht getan. Das hat sie nicht getan, einfach so. Und der nächste Ramadan ist gekommen. In diesem Fall muss sie nach dem zweiten Ramadan diese Tage nachholen, plus für jeden Tag ein Arme speisen. Wenn es 7 Tage sind, dann 7 Arme speisen. 7 Armen speisen. Wenn sie aber einen Grund hat, warum sie nicht nachgeholt hat, zum Beispiel sie war schwanger, sie hat geboren und während des Jahres hatte sie ihr Kind gestillt, sie konnte nicht fasten und nächster Ramadan ist gekommen. Nach dem zweiten Ramadan braucht sie nur
nachzuholen, ohne Armen zu speisen. Die Frauen manchmal stehen in der Küche und kochen, essen. Aber manchmal will die Frau wissen, ist mein Essen salzig oder fehlt noch Salz? Ist das süß genug oder noch nicht süß? Darf sie das auf der Zunge einfach so nehmen und nur mit der Zunge fühlen, ob das salzig genug ist oder süß genug? Ja, darf sie das machen. Sie kocht und macht das an der Zunge, dann weiß sie, ob das süß genug oder salzig genug. Das ist kein Problem, solange sie nicht reinschluckt. Das haben die Ulama als Fatwa gegeben. Ein paar Frauen sagen, ich nehme mir ein paar Tabletten vor Ramadan, damit ich keine Blutung in Ramadan habe, weil ich den ganzen Ramadan fasten möchte. Wir sagen zu dieser Frau, willst du die Sachen ändern, womit Allah Ta'ala dich erschaffen hat? Bleib so, wie du bist. So, wie Allah es von dir wollte. Und brauchst du nicht zu ändern. Lass, und solche Sachen darfst du nicht benutzen. Und es gibt andere Sachen bei den Frauen. Inshallah, jetzt mit der Zeit ist es schon zu viel. Wir werden jetzt ein paar Fragen von den Brüdern und Schwestern. Das haben wir jetzt schon beantwortet. Wie ist das bei Diabetes-Zuckerkranken, die sich jetzt immer spritzen müssen, genau, die das genau die Abstände einhalten müssen und auch das Essen? Das muss alles einen Tag über genau verteilt sein. Wie ist das bei denen? Die können, müssen ja spritzen. Da gibt es eine medizinische Notwendigkeit. Der Bruder fragt nach den Zuckerkranken. Wir kennen bei chronischen Krankheit von Zucker, man muss immer diese Insulin oder Spritze machen und man muss am Tag Behandlungsmittel nehmen. Für diesen Fall braucht er nicht zu fassen. Und die Ärzte, sie sagen, ob dieser Kranke das erträgt oder nicht. Wenn er das Fasten nicht erträgt, dann soll er nicht fasten. Wenn er kann, wenn er geheilt wird oder es geht ihm besser und er kann fasten in anderen Tagen, dann soll er nachholen. Aber bei chronischen Krankheiten, wo man denkt und sagt, niemals werde ich davon geheilt, ich bleibe so lange so, die Ulama sagen, sollen für jeden Ramadan 30 Armen speisen. Das heißt, machst du dir Essen, 30 Leute einladen, sie sollen davon essen und trinken und satt werden, damit hast du deinen Ramadan schon gezahlt. Das ist bei chronischen Krankheiten, die nicht heilbar sind. Die nicht heilbar sind. Wenn sie aber heilbar sind, dann muss man nachholen, wann man gesund wird.